Die Universitätshautklinik Bochum, also das katholische Klinikum Bochum, hat während der Corona-Krise besondere Vorsichtsmaßnahmen, weil sie eben für eine solche Zentralklinik angemessen sind, ergriffen. Nun, gerade heute hatten wir die finale Begehung durch unsere Hygieneabteilung und wir eröffnen wieder, weil wir entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen haben. Das bedeutet, es gilt für uns das Tragen von Masken, das permanente Desinfizieren von Flächen, die wir angefasst haben. Es gilt die Abstandsregel von 1,5 bis 2 Meter. Das kann man ja relativ einfach durch Schutzstreifen hinbringen. Wenn die Patienten in unsere Praxis kommen, werden sie noch einmal zu ihren Risikofaktoren befragt, ob sie Fieber haben. Wir messen auch das Fieber bei den Patienten. Lassen Sie einen Fragebogen ausfüllen. Der Mundschutz ist ja aktuell zur Verpflichtung gemacht worden. Kommt ein Patient ohne Mundschutz, bekommt er einen Mundschutz von uns und wir messen bei jedem Patienten tatsächlich auch das Fieber. Dann werden die Patienten in Wartebereiche verbracht, die einen Abstand von 2 Meter mindestens pro Patient tatsächlich gewährleisten. Wir achten auch darauf, dass wir nicht zu viele Patienten auf einmal in der Praxis haben, um letztlich die Kontakte zu minimieren. Wir dokumentieren den Kontakt von uns zu jedem einzelnen Patienten, um im Falle, was wir nie ausschließen können, tatsächlich mal bei Einschleppung einer Infektion auch die Infektionsketten tatsächlich sofort nachweisen zu können. Alles in allem kann man sagen, dass wir extreme Sicherheitsmaßnahmen gefahren haben in der Vergangenheit, runtergefahren haben im Gegensatz zu vielen anderen, damit auch die Sicherheit letztendlich innerhalb des Hauses und der Abteilung erhöht haben und jetzt unter ganz extremen Sicherheitsbedingungen auch wieder hochfahren. Nicht, weil wir besonders gefährdet sind hier, sondern weil wir unsere Patienten nicht gefährden wollen. Es kann nicht sein, dass Patienten in Wartezimmern aufeinandertreffen. Es kann nicht sein, dass durch infiziertes Personal behandelt wird oder. Wir schützen uns selber durch die Masken. Wir schützen an der Anmeldung durch Spuckscheiben, durch Markierung für Abstand etc. pp., um eben sicherer zu werden. Und natürlich wird permanentes Händedesinfizieren notwendig werden. Das tun wir und wir fordern auch unsere Patienten tatsächlich dazu auf, um eine Sicherheit zu gewinnen. Es wird nie eine hundertprozentige Sicherheit geben. Wir müssen den Schutz aufrechterhalten. Aber wir haben den großen Vorteil, dass wir eine sehr große Hygieneabteilung beraten werden und eine sehr umsichtige Geschäftsführung darauf achtet, dass eben genau diese Dinge eingehalten werden und diese auch permanent kontrolliert werden. Und das bedeutet eben einen besonders hohen Sicherheitsfaktor in der Universitätsklinik hier in Bochum.